Ich bin also auch angekommen und habe hier vor dem Haus eingeparkt. Hier ist die Straßenfassade vom Haus und jetzt gehen wir auch rauf auf das Grundstück durch dieses Eingangstor. Ich mache die Tür vorsichtig hinter mir auch zu und wie wir sehen, sind wir hier auf einem wunderschönen Gang, also sehr schön rustikal gehalten. Hier ist auch ein Eingang in ein Gästeappartement. Das zeige ich Ihnen gleich auch. Aber zunächst ein Rückblick. Dort kann man also mit dem Auto auch auf das Gelände fahren, auf den Hof, auf das Grundstück fahren. Hier sehen wir auch das Dach. Und hier etwas weiter vorne, hier müsste man reingehen durch den Haupteingang. Aber ich zeige Ihnen noch einmal, wie das Haus hier ausschaut. Dieses große Fenster und auch Tür, die man aufmachen kann, führt in die Wohnküche. Hier nebenan gibt es auch noch mehrere Räumlichkeiten. Auch eine Doppelgarage mit automatischen Türen, also die mit Motoren funktionieren. Gleich werden wir überall reinschauen, aber was ich Ihnen noch zeigen möchte, ist hier hinter dem Haus. Zunächst auch diese kleine Ablagestelle, dort wo man Holz lagern kann. Hier ist auch eine kleine Werkstatt, aber was ich noch zeigen wollte ist, dass hier das Grundstück etwas breiter ist als vorne. Also man hat hier auch hinter dem Haus eine Stelle, wo man etwas machen kann, vielleicht etwas lagern oder auch vielleicht einen Picknickplatz oder man kann sich hier einfach verstecken, das ist auch möglich. Hauptsache, man hat das hier. Das Grundstück ist hier hinten viel, viel breiter als vorne, wo wir reingekommen sind. Das kann man jetzt auch sehen, wenn ich mich wende. Und das liegt daran, dass das Nachbarsgrundstück viel kürzer ist und dieses Stück Land, das ursprünglich zum Nachbarshaus gehörte, gehört jetzt zu dieser Immobilie. Und jetzt schauen wir noch einmal auch rein in die Räumlichkeiten. Ich mache zunächst hier hinten diese Tür auf. Und Sie sehen, hier ist eine kleine Werkstatt, die man als solche auch einrichten kann. Und dann kann man sich hier handwerklich betätigen, so oft und so intensiv, wie man das nur möchte. Nebenan finden wir die Doppelgarage. Hier schauen wir auch rein, denn das ist ein ziemlich großer Raum, in dem man bequem auch große Autos abstellen kann. Und daneben auch noch vielleicht einen kleinen Traktor, so einen Aufsitzmäher oder etwas dergleichen. Sie sehen, beide kann man motorisch betätigen. Die sind gleich beide oben. Durch beide Tore passt hier ganz ohne weiteres auch ein Kleinbus. Und man kann sogar mit zwei Kleinbussen hier in der Garage bequem einparken. So, jetzt lassen wir sie wieder runterfahren. Genauso wie sie hochgefahren sind. Das warten wir gar nicht ab, sondern wir gehen weiter. Weil hier gibt es auch noch keine kleine Überraschung. Wir gehen also am Haus entlang und wir gehen sogar an dem Haupteingang vorbei, um hier vorne in das erste Appartement zu kommen. Vom Gang aus haben wir eine Tür und durch diese Tür, die ich jetzt gleich aufmache, kommen wir in ein Gästeappartement, hier in einen kleinen Vorraum, der nicht mehr ganz eingerichtet ist. Einige Sachen sind schon weg, aber hier könnte man auch einen Kleiderständer und andere Regale, also eine ganze Menge unterbringen. Beheizt ist der Vorraum auch, da steht auch ein kleiner Kühlschrank und hier kommen wir dann rein in das wirklich große Zimmer mit sogar drei großen Fenstern, wie Sie das auch sehen. Zwei Heizkörper jeweils unter dem
unter den Fenstern. Und wenn wir uns hier drehen, dann können wir hier ein großes Zimmer sehen, in dem ein Doppelbett ohne weiteres Platz hat, aber auch ein drittes. Zwei große Schränke stehen hier, auch wenn man sie austauschen sollte und durch neue ersetzen sollte. Der Platz ist also auf jeden Fall vorhanden. Wir kommen wieder in den Vorraum. Hier könnte eigentlich, und das ist mir jetzt eingefallen, auch eine kleine Teeküche eingerichtet werden. Und hier auf der anderen Seite finden wir auch das Bad mit einer Dusche, ebenfalls mit einem Fenster. Also das ist auch kein komplettes Gästeappartement. Da können zwei Personen sogar längerfristig wohnen. Und damit gehen wir hier auch wieder raus. Sie sehen, hier ist der Gang mit alten, schönen Ziegelsteinen ausgelegt. Und damit kommen wir auch zum Haupteingang des Hauses. Wir gehen hier auch rein durch die Tür. Und wir kommen in einen Vorraum. Von hier aus führt die Treppe auch nach oben. Aber wir bleiben zuerst auf der unteren Etage. Es ist ein wirklich schöner Vorraum. Und hier kommen wir in einen großen Raum mit einem wunderschön gesetzten Ofen in der Mitte. Es ist eigentlich die Küche, kann aber auch als Esszimmer benutzt werden, da der Raum groß genug ist. Hier auf der rechten Seite finden wir eine Tür. Da schauen wir auch kurz rein. Und was wir hier sehen, ist eine Abstellkammer. Sehr praktisch eigentlich. Aus vielen Häusern fehlt gerade diese Räumlichkeit. Ein schöner, großer Raum also. Und auf der anderen Seite haben wir hier ein geräumiges, großes Zimmer mit Einbauschränken auf dieser Seite. Und hier sieht man auch die großen Fenster, die zwei Heizkörper unter den Fenstern. Und wenn wir hier noch ein bisschen in die Ecke gehen, dann haben wir auch einen Überblick. Also dort sind wir aus der Essküche reingekommen in diesen Raum. Und hier links gehört zu dem Zimmer auch noch ein Bad mit einer Dusche, wie wir das sehen können. Und mit einem WC hier auf der anderen Seite. Hier ist natürlich auch ein Spiegel, in dem jetzt auch die Kamera zu sehen war. Hier ist auch ein Fenster nochmal. Und damit ist das praktisch auch ein vollwertiges Appartement mit diesem Bad. Aber hier gleich rechts, wenn wir hier rauskommen, finden wir auch noch ein Gäste-WC mit einem großen Fenster. Und auf der anderen Seite sehen wir auch den Kesselraum mit einem Pufferbehälter. Also das ist alles ganz modern, wie es sich gehört. Und diese Therme kann das Haus ohne weiteres locker beheizen. Wir gehen dann wieder weiter durch das Esszimmer, sagen wir mal so. Und wir kommen erstmal zur Treppe, da gehen wir aber immer noch nicht hoch, weil hier auf der anderen Seite sich auch ein großes Zimmer befindet. Da sehen Sie ja auch an den Maßen dieses Doppelbettes. So groß ist hier also alles auf der anderen Seite mit zwei großen Fenstern. Hier finden wir ein Garderobezimmer, wie Sie sehen. Und auf der anderen Seite dieses Zimmers befindet sich ein Bad. Da mache ich auch das Licht auf. Das Bad ist schön groß, sowohl mit einer Dusche als auch mit einem Sprudelbad. Also hier kann man sich auch bequem reinsetzen und es sich so richtig gut gehen lassen. Ein Fenster gibt es an der Wand auch. Also man kann hier auch schön lüften und ein großer Spiegel am Handwaschbecken steht auch zur Verfügung. Wir kommen jetzt wieder raus aus dem Bad und wir wenden uns und wir gehen dann langsam auch nach oben auf der Treppe. Hier sind wir also jetzt wieder in dem Vorraum, wie Sie sehen können. Und jetzt geht es einfach nach oben. Es ist eine bequem begehbare Treppe, breit genug, dass man schön raufkommt.
Und hier oben angekommen, finden wir zunächst einen Abstellraum, wo verschiedene Sachen abgestellt werden können. Das ist ganz, ganz praktisch. Hier ist eine Küche. Sie sehen die Dachfenster, die eingebaut sind. Hier ist also eine Küche. Auf linker Hand finden wir das erste Zimmer hier oben mit einem Doppelbett. Natürlich auch mit einem eigenen Bad. Also hier findet man auch eine Dusche und auch ein WC, wie es sich gehört. Dann wieder raus aus dem Zimmer. Sehen wir hier auf der rechten Seite wieder ein kleines Abstellzimmer, wo vor allem Bettwäsche untergebracht ist, auch hier mit einem Fenster. Und wenn wir bis zum Ende dieses Flurs gehen, dann finden wir an beiden Seiten je ein Gästezimmer mit einem Bad, jeweils mit einem Bad zu den zwei Zimmern. Ich gehe jetzt hier zuerst links rein, da ist ein Bett, auch ein zweites, also auch Platz für ein Doppelbett ist hier ohne weiteres vorhanden. Und hier auf dieser Seite sehen wir wieder eine Dusche mit einem WC auch, also dieses Bad ist auch ganz vollwertig. Ein Schrank steht hier noch an der Ecke und auf der anderen Seite finden wir auf dieser Etage das dritte Gästezimmer. Ebenfalls haben hier zwei Betten Platz. Und hinter dieser Tür versteckt sich eine andere. Und auch hier haben wir ein vollwertiges Bad mit WC, mit einer Dusche und mit einem Dachfenster, also hier ist auch Licht genug, sogar ein Moskitonetz ist hier vorhanden. Also zusammenfassend könnte man sagen, insgesamt 6 Appartements gibt es in diesem Haus. Die untere Etage kann vollwertig als eine Wohnung benutzt werden. Hier oben gibt es dann 3 Schlafzimmer und eine kleine Küche mit 3 Bädern. Also das ist eigentlich auch eine Wohnung für sich. Wir gehen jetzt hier auch noch rein in den anderen Teil des Dachraums. Hier ist auch ein riesengroßer Platz. Ein mindestens 20 x 6 Meter großer Raum oder so eine große Fläche gibt es hier unten zumindest. Hier könnte man auch noch Räumlichkeiten ausbauen. Oder man könnte diese Fläche auch zu anderen Zwecken benutzen, je nachdem, wie man es gerne möchte. Das Holz ist, wie man sieht, absolut in Ordnung. Das ist noch ein sehr, sehr schöner Dachstuhl.